Kupfer ist ein weiches Material, es lässt sich in vielen unterschiedlichen Situationen einsetzen. Es hat auch viele technische Einsatzmöglichkeiten und das Schöne ist, es bei einem Gebäude, es kann sowohl Dach sein wie Fassade, es bildet quasi die gesamte Hülle eines Gebäudes. Und was auch sehr schön ist, ist natürlich, dass Kupfer altert und zwar in Würde, also es je nach Licht, Tag, Zeitpunkt verändert es sein Aussehen und dadurch entsteht letztendlich ein lebendiges Gebäude. Also unsere Inspirationen kommen aus der Aufgabenstellung, aus dem Bauherrn, aus der Aufgabenstellung, aus dem Ort. Und ist der Ort da und ist die Aufgabenstellung klar, dann kommt bei uns in der Regel im Büro schnell das Material. Und wie die Frau Schiene es vorher schon angesprochen hat, mit dem Material Kupfer ist halt unheimlich viel möglich. Dach, Fassade, Innenausbau, sehr flexibel, können wir unheimlich viel anfangen. Also ein Vorteil ist, wie schon vorhin angesprochen, die vielseitige Einsetzbarkeit. Es ist leicht formbar, das Material. Es gibt es in unterschiedlichsten Ausformungen, Größen, kann auf ein anderes Material aufgebracht werden. Ein weiteres Vorteil auch für uns ist das antibakterielle Thema. Also es ist, reagiert ja chemisch auch und verhindert quasi das Ausbreiten von Bakterien und auch das ist besonders im Gesundheitsbereich natürlich ein Vorteil. Ja, und natürlich diese Veränderung wiederum, diese Oberfläche, die dadurch durch die eigene Oxidation quasi auch haltbar ist. Also die Strahlentherapie in Hof, das war für uns schon ein spezielles Projekt im Büro. Zum einen mal von der Aufgabe, das ist ein Satellit am Krankenhaus in Hof, also ein eigenes ständiges Gebäude. Und wir wollten schon ein bisschen nach außen transportieren, oder nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich stark, was da drinnen passiert. Da drin geht es ja um Krebsbehandlung, Strahlentherapie und es ist schon ein Teil der Vergänglichkeit, beziehungsweise ein Prozess, der da drin stattfindet, der auch mit Altern und mit Vergänglichkeit zu tun hat. Und das übersetzt in die Hülle, macht ja Kupfer in gewisser Weise vor, wir alle werden älter, wir alle kriegen Falten. Kupfer kriegt zwar keine Falten, aber Kupfer bekommt Patina, ist zuerst nach dem Auspacken glänzend und im Laufe der Jahre wird es zwar älter, aber immer schöner. Das ist halt wie bei einer Frau, meine ich auch, eine attraktive Frau kann ja im Alter auch richtig gut aussehen und Kupfer macht das irgendwo vor. Also wir sehen es, dass Kupfer schon längst Trend ist. Es ist ja eine der ältesten Materialien, die eingesetzt werden vom Menschen und die vom Menschen auch bearbeitet werden, die uns schon ein Leben lang begleiten. Und wir sehen, dass Kupfer immer mehr kommen wird und wir freuen uns darauf, auch weitere Projekte mit noch mehr Kupfer zu bauen.